Das Deutsche Reich. 1. Januar im Deutschen Reich treten das BGB und das HGB in Kraft. Das Personenstandsgesetz tritt auf Helgoland in Kraft. Ehen müssen ab sofort vor einem Standesbeamten geschlossen werden. Das Jahr 1900 ist ein Säkularjahr. 3 Ereignisse prägen das Jahr 1900 besonders. Die Welthausstellung in Paris, der Zweite Burenkrieg in Südafrika und der Boxeraufstand in China. Ereignisse, historische Aufzeichnungen und Kerzen, gestorben und geboren. Ereignisse, Politik und Gesellschaft. Das Deutsche Reich. 1. Januar. Im Deutschen Reich treten das BGBUBD, das HGB in Kraft. 1. Januar. Jahrhundertfeier im Zeughaus Berlin, veranstaltet von Kaiser Wilhelm II. 12. Januar. Der Reichstag stimmt mehrheitlich für die Verbindung der Waisen- und Witwenrente mit der staatlichen Invalidenversicherung. 25. Januar. 2. Tirpitzsche Flottenverlage für die Aufrüstung der deutschen Marine gegen die britische Seeherrschaft. 9. April. Durch das Gesetz betreffend die Bestrafung der Entziehung elektrischer Arbeit wird Stromdiebstahl in Deutschland als Vergehen strafbar. 12. Juni. Der Reichstag verabschiedet auf Grundlage der 2. Tirpitzschen Flottenverlage das 2. Flottengesetz, das das Wettrüsten mit United Kingdom zur See vorantreibt. 17. Oktober. Bernhard von Bülow wird neuer Reichskanzler. Kiel überschreitet nach dem 1. Dezember die 100.000 Einwohnergrenze und wird damit zur Großstadt. Weitere Ereignisse in Europa. 1. Januar. Walter Hauser löst Eduard Müller als neuer Bundespräsident der Schweiz ab. Hauser wird nach 1892 zum zweiten Mal Bundespräsident. 3. Januar. Der französische Staatsgerichtshof verurteilt den Dichter und Politiker Paul Déroulède wegen Hochverrats zu 10 Jahren Verbannung. 4. Januar. In Böhmen und in Mähren gehen etwa 70.000 Bergbauarbeiter in den Streik. Sie verlangen eine Arbeitszeitverkürzung und Lohnerhöhung von 20%. Im Februar schließen sich tausende weitere Bergmänner im ganzen Reich an. Die schlechte Organisation und finanzielle Notlagen lassen den Streik im März ohne Erfolg scheitern. 4. Januar. In den Kohleverein Lüttich und Mährisch-Ostrau kommt es zu Aufständen und Streiks. 12. Februar. Lenin kehrt nach mehr als 3 Jahren aus sibirischer Verbannung zurück. 27. Januar. Gründung des Labour Representation Committee als Vorläufer der britischen Labour Party. 31. Dezember. In Österreich-Ungarn werden 46.890.000 Einwohner gezählt. Seit 1890 stieg die Bevölkerung um 9,3%. 2. Burenkrieg im südlichen Afrika. Im 2. Burenkrieg konnten die Buren im Vorjahr zur Überraschung der Briten Erfolge feiern und in die Kapkolonie und in die Natalkolonie einmarschieren. Sie belagerten mehrere britische Garnisonen und fügten den Engländern um die Jahrhundertwende herum in den Schlachten von Magersfontein, Colenso, Stormberg und Spionkop 4 katastrophale Niederlagen innerhalb von 6 Wochen. Zum Anfang 1900 wendet sich das Blatt jedoch zugunsten der Briten mit dem Eintreffen von 60.000 Mann Verstärkung. Die chinesische Volksbewegung der Boxer richtet sich gegen den wachsenden Einfluss der Kolonialmächte und speziell die ungleichen Verträge sowie die christliche Missionierung in China und will diese
Am 15. April werden die Boxer auf Druck der ausländischen Mächte verboten, doch da sich reguläre kaiserliche Truppen in Peking und Tianjin mit ihnen verbünden, lässt sich das Verbot nicht durchsetzen. Im Mai erreicht diese Bewegung die Umgebung der Hauptstadt Peking und beginnt mit Attacken gegen Ausländer sowie gegen die an die Küste führenden Bahnlinien. Am 17. Juni stürmen die alliierten Truppen Küstenfort von Daegu nahe Tianjin. Als Reaktion erlässt der Kaiserhof am 21. ein Edikt und kaiserliche Truppen kämpfen nun offiziell weiter. Ende. Thank you.